Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Fühle dich motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten. Tauche nun hinein in die Energie des Tages. Ganz herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 11. Januar. Die Tagesenergien für heute sind das 12. Siegel Vanita, das 8. Siegel Mesonadi und das 3. Siegel Solaya. Heute geht es darum, wirklich dein Licht frei von allem, was ist, zu strahlen. Die letzten Tage sind wir sehr, sehr stark wirklich in einer Schwingungserhöhung und es geht wirklich ganz intensiv darum, dieses Alte, was uns wirklich unser Licht unterm Scheffel halten lässt, was uns klein macht, was uns schwer macht, wirklich absolut loszulassen und in die Strahlkraft zu gehen, in die absolute Freiheit. Wir erden jeden Tag einen anderen Aspekt. Es ist die Klarheit, es ist die Weisheit, es ist das hohe Licht auf die Erde zu bringen. Und heute geht es wirklich darum, einfach nur noch zu strahlen, frei von allem, was ist. Manch einer hat ja auch in sich fast schon sich das Thema Blockadensuche zum Sport zu machen verankert. Für manche Menschen ist wirklich die Hauptblockade zu glauben, sie hätten noch Blockaden. Ja, weil warum? Weil es wiederum um die Verleugnung dessen geht, dass du vollkommen bist, dass du alles in dir trägst, was du brauchst. Und wenn eben in deinem Leben etwas noch nicht vollkommen ist, dann ist es einfach eine Einladung deiner Seele, genau an diesen Punkt zu reisen, an dem das eben entstanden ist, diese Illusion der Unvollkommenheit. Und Vanita hilft dir heute genau zu diesem Punkt zu gehen, und dazu musst du nicht in irgendein Trauma jetzt zurückreisen oder tiefe Ursachenforschung oder Traumareisen machen. Es geht einfach darum, in deinem Bewusstsein zu entscheiden, so wie man das auch im hawaiianischen Ho'oponopono macht: Ich bin vollkommen, und was auch immer mich aus dieser Überzeugung, aus dem Vertrauen, dass ich vollkommen bin, gebracht hat, das darf jetzt wirklich in die Wandlung gehen. Und ich weiß und akzeptiere, es gab einen Moment in meinem Leben, in dem ich mir dieser Vollkommenheit voll und ganz bewusst war. Und wenn dem nicht mehr so ist, dann weiß und akzeptiere ich, dass es einen Moment gab, an dem ich aus dieser Überzeugung, warum auch immer, meistens tief unbewusst herausgefallen bin. Und allein durch das Annehmen dessen beginnt die Transformation. Und Vanita hilft dir heute, deine Vollkommenheit anzunehmen, die du in dir trägst, und auch anzunehmen, dass es einen Punkt gab oder viele Punkte gar in deinem Leben, die dich unvollkommen haben fühlen lassen. Aber auch, dass diese Urinformation deiner Vollkommenheit in jeder Zelle deines Körpers fest verankert ist und du einfach diese dunklen Schatten, die dich davon abhalten, dich als vollkommen annehmen zu können, heute in Licht verwandeln kannst. Und darum geht es, um dieses Erkennen und Annehmen bei Vanita. Das ist so im Ho'opono dieses Danke dafür, dass ich aufmerksam geworden bin, denn jetzt kann ich es ändern. Und auch dieses Ich liebe dich, ich liebe euch geliebten Erinnerungen, weil ich sie jetzt in die Wandlung bringen kann. Das Ganze wird verstärkt von Mesonadi, das uns heute wiederum, Mesonadi ist ständig in den letzten Tagen präsent, ja, dabei unterstützt, einfach was unseren Lichtkörper schwer macht und dunkel macht, in die Helligkeit zu bringen. Dieses Annehmen, ich liebe euch geliebten Erinnerungen, ihr dürft ruhig in die Bewusstheit kommen, in die unbewusste Bewusstheit. Dadurch, dass ich es annehme, dass es in meinem Unterbewusstsein ist, mache ich es bewusst, ich schenke ihm Energie, so könnte man sagen. Ich schenke ihm Liebe, diesem Schmerz, ohne dass er voll und ganz in die Bewusstheit des Erlebnisses kommen muss. Und dabei unterstützt uns Mesonadi wirklich diese Liebe zu dem, was wir vergessen haben, wer wir sind, fließen zu lassen und diese Liebe, diese bedingungslose Liebe wieder neu, ja, fließen zu lassen. Das ist auch dieser Aspekt, dieses Ich übernehme Verantwortung, weil ich weiß, dass es jetzt diesen Zustand von Vollkommenheit gab, ich ihn einfach vergessen habe und jetzt gehe ich einfach dahin wieder zurück, Kraft meiner Entscheidung. Und Solaya unterstützt mich dabei. Solaya hilft mir einfach, mein Licht zu strahlen. Und Solaya ist letztlich dieser schöpferische Aspekt im Ho'oponopono, wenn wir sprechen, vergib mir. Und die Amerikaner sagen, forgive me. Und es bedeutet,
Bitte, lieber Gott, hilf mir jetzt, dass ich wieder zurückkehre in diesen Zustand vor Giving the Pain, in diese ursprüngliche göttliche Vollkommenheit. Und Solaya hilft mir wirklich einfach dieses Licht, das ich schon immer war, voll und ganz durch jede Faser meines Seins strahlen zu lassen in Freiheit. Das sind die Aspekte im Januar. Und dieses Bewusstseinsfeld, das strahlende Licht meiner Vollkommenheit. Ich bin vollkommen, du bist vollkommen. Das dürfen wir jetzt gemeinsam in den Kosmos fließen lassen und ein Bewusstseinsfeld initiieren, das seinesgleichen sucht, an das sich alle Lieben anschließen dürfen, bewusst oder unbewusst, die die tiefe Sehnsucht in sich haben, ihren Urschmerz aufzulösen und ihre eigene Vollkommenheit wieder anzunehmen. Wir tun das wie immer, indem wir gemeinsam die Siegel in Verbindung mit dem Om chanten. Om Vanita, Om Sonadi, Om Sulaya, Om Vanita, Om Sonadi, Om Sulaya, Om Vanita. Om Sonadi, Om Sulaya, Om Vanita, Om Sonadi, Om Sulaya. Hab einen wunderbaren, reich gesegneten Tag und viel Freude beim Annehmen deiner Vollkommenheit. Bis morgen. Das war die heutige Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Wenn du mehr über Britta, die 12 Siegel des Metatron und ihre Vision zur Potenzialentfaltung erfahren möchtest, dann schaue einfach unter diesem Video in die Beschreibung. Hier findest du alle Informationen. Wenn du jeden Tag diese wundervollen Energien als Inspiration erhalten möchtest, dann abonniere jetzt einfach den YouTube-Kanal und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung.